Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und das ist die letzte Aufnahme, nicht letzte Aufnahme, letzte, ach, ich komme jetzt nicht drauf. Vorproduktion von Mech Arena. Eine kommt noch von Free Fire, aber die letzte von Mech Arena, denn ich bin schon wieder fast zu Hause. Gut. Dann sage ich, ich spiele mal wieder 2 gegen 2, 5 gegen 5 und zum Schluss Kontrollpunkt einer. Viel Spaß! Okay, die erste Runde 2 gegen 2 geht los. Ach, ich mag die Arena. Ja, es geht. Bei der Arena geht es. Mit denen kommt man da sehr gut zurecht. Weil mit denen kann ich mich hier in der Mitte gut immer hinter die Säulen verstecken. Warten, bis einer kommt. Dann einmal Stun um die Ecke laufen mit meinem Shotgun, mit meiner Schrotflinte. Dann alles wegfetzen. Aber sonst finde ich die Arena nicht so prickelnd. Oh, wieder ein kleinen Leck gehabt hier. Immer wenn ich so ein Leck habe bei dem Spiel, dann wird das so eine Sekunde übersteuert auf einmal und der dreht sich dann sonst wohin. Okay. Da haben wir ihn. Ah, er hat mich erwischt. Dann kommt jetzt mein Zielraketenwerfer, ja? Denn was er kann, kann ich auch. Halbes Leben weg. Haben beide ihre Zielwerfer. Ah, Mensch. Oh nee, verloren. Was hatte mein Teammate gemacht? Ich probiere es wieder mit denen hier. Ich laufe wieder in der Mitte. Es gibt halt ganz viele Spieler, die das Spiel nicht taktisch sehen, sondern einfach nach vorne stürmen und schießen, so wie er da jetzt gerade macht. Auch wenn man sieht, man hat keine Chance, egal, nach vorne schießen. Na gut. Ich sehe schon wieder schwarz oder rot. Weg ist er. Nein, nicht erwischt. 4, 3, 2, 1. Säule. Ich faul weg. Okay, jetzt den können wir jetzt kriegen. Also ich nicht, aber okay.
doch gekriegt. Da kommt der nächste. Ah, nice. 1-1. Ist das wieder so eine enge Geschichte? Ich muss hier mit meinen Mech hier spielen, um die Runde vielleicht noch gewinnen zu können. Ich weiß, er hat keine gute Rüstung. Aber durch das Stun. Okay. Renn nicht nach vorne, du hast so wenig Leben. Bleib hier, wir liegen in Führung. Oh nein. Okay. Das war mein Fehler. Bisschen ärgerlich. Komm. Halbes Leben schon mal weg. Es ist ja nur ein Spiel. Ist ja nur ein Spiel. 4-4. Und 4-5. Jawohl, ja. Hä? Das schaffst du nicht mehr. Supi. 2-1. Ich war, glaube ich, nur der zweitbeste insgesamt. Schauen wir mal. Bei 2 gegen 2 finde ich es immer ein bisschen ärgerlich, wenn man da verliert oder so. Weil dann kann ich sagen, ah, ich habe scheiße gespielt. Oder der Gegner hat scheiße gespielt. Aber wenn da 5 gegen 5 sind, dann weißt du ja nicht, wer scheiße gespielt hat. Ob die Bewertung hier so astrein ist, keine Ahnung. Aber ich sag mal, bei 5 gegen 5 ist alles offen. Das ist halt wie ein Fußballspieler, ne? Bei 5 gegen 5. Da kommt es dann nur auf Laune drauf an, auf Spaß. Aber bei 2 gegen 2 finde ich schon ein bisschen ernster halt. Gut, dann machen wir weiter gegen 5 gegen 5. Okay, und die Runde geht los. Ich muss gleich mal auf Toilette. Ich hoffe, ich halte das aus. Diese Runde. Ach, ich wollte doch gar nicht mit denen starten. Jetzt wollte ich mit den anderen spielen. Weil jetzt ist just for fun. 2 gegen 2 ist für mich immer eine ernste Sache. Aber 5 gegen 5. Ist just for fun. Aha. Komm, ich gebe euch in der Basis rein. Ach nee, der war schon. Erstens ist der eine gespawnt, das andere ist weit weg gewesen. Will. Komm, den hauen wir weg. Jawohl. Gleich einen weggehauen. 3, 2, 1 und ich grüße da. Weg. Mit denen.
Jawohl. Ach, da ist ja noch einer. Kommt denn der her? Boah. Keiner die Flanken gedeckt. Ja, einmal kurz getroffen. Dann war schon tot. Gut, es geht weiter mit der Artillerie. Die kann ich hier benutzen. Da muss ich hier hinten stehen in der Ecke. Aber was ist die andere Ecke? Ich glaube, die andere Ecke war das. Dann kann ich eigentlich überall hinschießen, nur in der Mitte nicht. In der Mitte und am Rand nicht. Halt, man sieht ja immer hier, wo es so hell ist. Und hier am Rand, da ist immer ein Dach. Ah, nicht ganz. Nicht ganz ein Dach. Okay. Okay, das ist gut. Perfekt. Drei mit einem Schlag. Zwei mit einem Schlag? Ah, dann war das eine gar nicht mein Kill. Das ist gut, wenn alle immer zusammenstehen bei der Artillerie, weil nur den ich anvisiere, der kriegt das Zeichen, es kommt Artillerie. Die anderen haben das Zeichen nicht und bleiben meistens dann da stehen. Ich weiß nicht, ist das immer noch? Ich glaube, das ist immer noch so, ne? Zack, getroffen. Aber die Liga an Gewinn? Ja, es steht ja sowieso 1-0 für uns. Hallo, Hilfe! Boah, noch gewonnen. Das war ja nice. Der mich beschossen hat, wurde erschossen von, ich sage jetzt mal Mister, ich weiß es nicht. Okay, wirklich. Das war die zweite Runde. Weiter geht es mit. Erstmal schauen auf die Bewertung. Was stand da? Töte 20? Mächt? Ich habe es nicht richtig gelesen. Zu schnell weggedrückt. 21.000, ich war der Beste. Jawohl, dann schnell auf Toilette und gleich geht's weiter mit der nächsten Runde. Kontrollpunktalarm. Viel Spaß. Okay, die letzte Runde und dann fängt mein Urlaub an für eine Woche. Ich habe die beiden noch nicht gespielt. Einmal den und den Lanzer, glaube ich, heute. Deswegen werde ich die jetzt spielen. Erobern. Hier hinterstellen, ein bisschen aufladen. 30, 40. Die Leute ein bisschen ablenken hier von. Von den anderen, dass sie auf mich auch mal ein bisschen schießen. Ich hau ab. Bringt nichts mehr.
Okay. Dann kommt jetzt mein Flippiger, mein Launcher. Ich sage ja immer Flippiger, weil immer rumhüpft, ne? Wie ein Flummi. Oder muss man dann sagen, der Flummrige? Nachladen. Okay. Ach, hinten ist einer. Das kann doch nicht wahr sein. Nachladen. So. Der Hacker. Es ist ein Hacker. Ich wusste es doch. Gut, dann kommt der jetzt nochmal dran. Ich muss mit dem noch, glaube ich, 10 Kills machen. Dann habe ich den Erfolg mit die Raketen fertig. Ist er. Oh, da. Dann nehmen wir den noch. Der ist sofort tot. Wow. Ah, der stand hinter der Mauer. Die Saudi. Okay, Niederlage. Schade. Schade, schade, schade. Ah, der Hacker, da ist er. Zweimal. Ups, falscher Knopf. Wie sieht die Bewertung aus? Die Bewertung sieht. Also, ich war der drittbeste Spieler. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Und am Dienstag oder am Montag, beziehungsweise, bin ich wieder da. Ciao.